Herzlich willkommen zu dieser Traumreise. Lasse dich einfach ein und entspanne ein wenig. Du wirst verwundert sein, wie leicht das mit dieser tiefen Entspannung geht. Beachte aber, dass du diese Reise nicht antreten sollst, wenn du Auto fährst oder Maschinen bedienen musst. Die Wirksamkeit dieser Entspannung ist dafür nicht geeignet. Suche dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Setze oder lege dich hin und schalte alles, was dich stören kann, ab, um die größtmögliche Entspannung genießen zu können. Unsere Traumreisen und Hypnosen sind so angelegt, dass du dich immer und zu jedem Zeitpunkt sicher fühlen kannst. Jedes Wort kannst du mithören, wenn du möchtest. Es gibt keinerlei Kontrollverlust. Wenn du einfach davon träumst, so ist das vollkommen okay und nur ein Zeichen deiner vollkommenen Entspannung. Wir von der Münchner Hypnosepraxis wünschen dir jetzt viel Spaß. Vielleicht hast du schon Erfahrung mit Gedankenreisen. Vielleicht ist es aber auch das erste Mal, dass du so eine antrittst. Du brauchst keine Koffer zu packen, sondern dich nur in der Hinsicht bereit für die Reise zu machen. Indem du mir und meinen Worten folgst. Deinen Körper und deinen Geist angenehm sanft hier zurücklässt. Und die Bilder in deinem Kopf entstehen lässt. Manche Menschen tun sich dabei leichter, wenn sie die Augen schließen und auch hier vielleicht schon das erste Gefühl der Entspannung wirken kann. Und so atme einmal tief ein und wieder aus. Lass uns mit der Reise tief in deine Gedankenwelt beginnen. Vielleicht spürst du bereits den Punkt, von dem aus sich deine Entspannung im Körper ausbreitet. Dieses wohlig warme Gefühl, das nach und nach in deine Arme wandert und sie erfüllt bis hinein in die Fingerspitzen. Sich von deinem Kopf ausbreitet bis in den Brustkorb, den Bauch, Oberschenkel hinein bis in die Unterschenkel, hinunter bis zu den Zehen. Stelle dir vor, wie dieses gute Gefühl, sich schon so viel tiefer entspannen hat lassen und nun anfängt zu zirkulieren. Aus den Zehen heraus und oben in den Scheitel deines Kopfes hinein. Hindurch durch deinen Körper,
tief entspannt durch deinen Körper bis hinein in die Zehen. Wieder heraus. Und während du wie von alleine tiefer und tiefer entspannst, werde ich dich bitten, bei drei deine Augen noch einmal zu öffnen und noch doppelt so tief zu entspannen. Zwei, drei, öffne deine Augen und tief entspannen. Schließe deine Augen jetzt wieder und genieße dieses angenehme Gefühl, was mit jedem Wort meiner Stimme, mit jedem Takt der Melodie noch tiefer gehen will. Sogar deine Entspannung selbst vertiefen. Öffne deine Augen beim Einatmen und schließe sie wieder, wenn du ausatmest. Öffne jetzt deine Augen beim Einatmen und schließe sie wieder beim Ausatmen. Beobachte dich selbst, wie die Lider immer schwerer und schwerer werden, je öfter du das wiederholst. Ein, Augen auf und aus, Augen zu. Bis du schließlich vollkommen entspannt bist und deine Augen einfach so geschlossen bleiben. Du bist tief entspannt und genießt diese Ruhe und Zufriedenheit. Während ich dich jetzt mitnehme auf eine Reise in die Welt deiner Fantasie. So möchte ich dich jetzt bitten, dir einen Vorhang vorzustellen. Einen in deiner Lieblingsfarbe, in einen warmen Raum, den du langsam durchschreitest. Vielleicht bist du gespannt und neugierig, was hinter dem Vorhang ist. Jedoch kannst du es noch nicht erkennen. Und so kannst du jetzt beschließen, den Vorhang, der tief nach unten hängt, zu öffnen. Dahinter findest du zu deiner Verwunderung einen Bootssteg, der in einen tiefblauen See hinausragt. Hat Planken aus Holz und erinnert dich an irgendetwas Schönes, das du bereits aus irgendeinem Urlaub kennst. Während du den Steg betrittst, stellst du fest, dass er leicht abwärts führt. Du kannst jetzt Schritt für Schritt dem tiefblauen Wasser näher kommen
während du mehr und mehr entspannst. Tiefblau, so wie das Meer in der Abenddämmerung. Wenn die Sonne langsam rötlich in das Meer einzutauchen scheint. Am Horizont sieht man ein paar Möwen im Abendlicht nach unten gleiten. Beeindruckt über die Situation kannst du jetzt oder später den Wind in deinen Haaren und auf deiner Haut spüren. Der Wind, der frische Seeluft in deine Nase steigen lässt und dich erinnert an eine Zeit von ganz, ganz früher. Du hattest etwas so Schönes erlebt und alle freuten sich mit dir. Möglicherweise kannst du jetzt bereits den Ort verschwommen oder vielleicht schon klar sehen. Oder beobachten, wie er immer klarer wird. Lass es zu. Vielleicht nimmst du bereits jetzt einige Dinge, die dich umgeben, wahr. Der Geruch, der in der Luft liegt. Und vielleicht hörst du dies oder das. Dieser wunderbare Ort gibt dir in deinem ruhigen Erleben Kraft und Geborgenheit. Tief in deinem Inneren dieses wunderbare Gefühl auslöst, dich hinzulegen, dieses Gefühl mit allen Sinnen zu genießen und zu träumen. In deinem Traum bist du oben auf der Spitze eines Berges und kannst hinuntersehen in ein Tal, wie du es bisher in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Tiefgrüne Wiesen und Bäume, die sich sanft im Wind wiegen. Die Landschaft wird von einem Bachlauf durchzogen, der sich sanft durch dieses Bild schlängelt. Die Wolken ziehen frei vom Wind getragen an dir vorüber und verschwinden in der Ferne scheinbar im Nichts. Zauberkraft deiner Gedanken kannst du dich jetzt noch mehr hineinfühlen und tief eintauchen in die Welt deiner Fantasie. Lass dich treiben und erlebe mit allen Sinnen die Bedeutung und das gute Gefühl. Einfach nur zu sein.
Und während du so auf diese Landschaft blickst, kannst du bereits jetzt oder später ein Gefühl der Freiheit fühlen. Frei wie ein Vogel, der seine Schwingen ausbreitet und mit sicherem Gefühl sich jetzt fallen lässt und hineingleitet in das Land. Umrauscht vom Wind der Freiheit kannst du wahrnehmen, wie die Bäume und Felder unter dir vorbeigleiten. Du brauchst nichts zu tun und nimmst trotzdem alles so intensiv aus deinen Adleraugen wahr. Du kannst lenken, wohin der Weg dich führt. Fliege einfach dorthin, wo du immer schon mal sein wolltest. Du hast die Kontrolle über dich und alles, was du tun willst. Und so beschließt du vielleicht, dem Flusslauf eine Weile zu folgen. Oder einfach aufzusteigen. Dich fallen zu lassen und wie in einem sanften Netz aufgefangen zu sein. Und du atmest noch einmal tief durch die Nase ein und lässt dich einfach vom Wind treiben. Tief hinein in das Land deiner Fantasie. All diese guten Gefühle, neues Selbst steuern zu können, jetzt noch mehr zu genießen. Lass dich eine Weile treiben, gleite frei über das Wasser, über die Bäume, das Land. Und genieße. Sanft setzt du mit deinen Schwingen auf und findest dich an dem schönsten Ort aus deiner Vergangenheit wieder, der dir so viel Kraft und Energie gespendet hat. Gefolgt vom Gefühl der Freiheit, das sich bereits jetzt tief in dir verwurzelt hat. An deinem Ort findest du eine kleine Feder, die du all die Jahre nicht gesehen hast. Du hebst sie auf und legst sie an einen für dich wichtigen Platz.
eine besondere Feder, die du bei deinem Flug vielleicht verloren hast. Als du vor Freude einen Looping vor der abendroten Sonne gemacht hast. Abendrot färbt sich nun der ganze Strand ein. Und du schaust auf deine nackten Füße, die mit jedem Rauschen des Meeres vom salzig-schaumigen Wasser sanft umspült werden. Und so beschließt du, noch ein wenig am Strand entlang zu laufen. Und du genießt es, den warmen, weichen Sand unter dir zu fühlen. Und du hörst das Rauschen und Gluckern des Meeres, während du dich nach und nach wieder dem Bootsteg näherst. Er ist aus Holz und erinnert dich an irgendetwas Schönes, das du jetzt wieder ganz intensiv fühlen kannst. Am Ende liegt ein Stück Stoff auf dem Boden in deiner Lieblingsfarbe. Du hebst ihn auf und lässt ihn leicht wie Samt durch deine Finger gleiten. Zeit zum Entspannen. Zeit zu reisen. An einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Lasse dir jetzt ein wenig Zeit, alles so intensiv wie möglich zu genießen. Und werde gleich wieder zu dir sprechen. Und genieße dieses Gefühl noch heute und solange du willst, während du in deinem Tempo langsam und behutsam zurückkehrst in die Realität. Ich werde jetzt von 1 bis 3 zählen und du bist frisch und entspannt wie nach einem langen Schlaf. Deine Körperwerte stellen sich wieder auf optimal ein. 2. Dein Körper und deine Augenlider werden wieder leicht, viel leichter als zuvor. Und 3. Du kannst die Augen in deinem Tempo wieder öffnen. Frisch und entspannt und bereit zu neuen Taten.